Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrian, bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seht hier schon ein paar Karten liegen. Ich habe sie ja in ganz verschiedenen Stilen hier. Ich wollte ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, Abschied nehmen von den Designerpapieren aus dem jetzt ja noch gültigen Mini-Katalog, dem Frühjahr-Sommer-Katalog und dem Jahreshauptkatalog. Die sind im April ja jetzt noch gültig. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video ganz genau online geht. Die Ausverkaufsliste wird bis dahin wahrscheinlich schon heraus sein. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich das Video drehe, habe ich sie noch nicht. Und normalerweise ist es ja so, Designerpapiere werden in den neuen Katalog nicht übernommen. Und ja, ich wollte einfach so eine kleine Bandbreite nochmal zeigen. Und bestimmt haben ganz viele diese Papiere von euch auch zu Hause. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren kann. Und es ist eine besondere Kartenform. Ihr seht schon, sie ist ein bisschen dicker. Eine besondere Pop-Up-Karte, nämlich eine Butterfly-Pop-Up-Card. Und ich habe sie gesehen bei der Tatjana von Tano Creative. Ich hoffe, ich spreche es genau aus. Tano Creative. Ich weiß nicht, ob es Englisch oder Deutsch auch spricht. Und die Tatjana hatte immer ganz, ganz tolle Ideen. Und ich habe diese Pop-Up-Karte nachgewerkelt. Ein bisschen anderes Maß habe ich hier verwendet. Ich bin beim ganz normalen Kartenmaß geblieben. Also diese Karte ist einfach eine Wow-Karte und ich zeige es euch mal von innen. Also außen sind sie alle relativ schlicht gehalten. Ich habe sie mit einem Band verschlossen. Ihr könnt dann natürlich auch eine Banderole da drumherum machen, so wollte ich sagen. Und wenn man sie aufmacht, kommt hier ein toller Pop-Up-Mechanismus zum Vorschein. Und diese zwei Flügel, die bewegen sich nach hinten und auch diese Flügel hier, die man beschriften kann, kommen nochmal hoch. Also ich hoffe, ich kann das jetzt so gut zeigen in der Kamera auch. Also ganz toll. Also es sind eigentlich vier Elemente, die da sich bewegen. Und ich habe es jetzt so gewerkelt, dass man hier unten beschriften kann. Es ist so, wenn man die Karte dann ganz flach hinlegt, dann kann man hier auch super noch nachträglich schreiben. Oder ihr beschriftet es natürlich vorher und klebt es dann erst ein. Ich habe hier jetzt so ein ganz kleines Gutscheinfach oder ich habe jetzt nur so Papierschnipsel reingelegt, um euch das zu zeigen. Ein Geldscheinfach hier einfach eingearbeitet, weil ich finde, so ein Geldgeschenk darf ja auch mal ein bisschen aufpoppen, oder? Genau. Und ansonsten, ihr seht, ich könnte da stundenlang hin und her machen. Ich mache es jetzt nicht zu, ich lege es mal kurz auf die Seite, dass ich euch die anderen noch zeigen kann. Ich bin jetzt hier auch frühlingshaft geblieben. Achso, das ist übrigens das Designerpapier Rustikal Floral und habe es mit weißem Farbkarton eben hier kombiniert und mit Sommersorbet. Dann hier bin ich auf Papaya gegangen. Das ist jetzt auch ein Designerpapier aus dem Jahreshauptkatalog. Voller Anmut heißt es. Und ich habe hier auch nur einen schönen Geburtstag drauf. Habe es hier mit dem Band verschlossen. Also ich lasse mir die Bänder immer relativ lang. Und wenn ich es dann verschenke, dann kürze ich es auf die richtige Länge erst ein. Ich habe hier nur ein paar Schmetterlinge draufgesetzt. Ich glaube, so spiegelt es im Licht nicht so. Und wenn man sie aufmacht, schaut sie innen so aus. Also ein bisschen verträumt mit dem Blau. Das hat mir dazu ganz gut gefallen. Und hier habe ich jetzt die Gutscheintasche einfach andersrum eingearbeitet. Ihr könnt natürlich hier auch was beschriften oder was stempeln. Ich habe jetzt da einfach ein Gutscheinfach noch draus gemacht. Ach ja, also man kann schwelgen mit der Karte. So, ich zeige euch die anderen noch. Dann habe ich hier gewerkelt in Blütenrosa und dem Designerpapier Vintage Rosen, auch aus dem Jahreshauptkatalog. Habe hier auch nur ein Etikett, noch eine Mattung drunter gesetzt, paar Pailletten und mit einem Band eben wieder verschlossen. Wie gesagt, ihr könnt da natürlich auch eine Banderole dazu machen. So, und innen sieht es so aus. Und ich habe jetzt mal versucht, einen großen Schmetterling hier direkt drauf zu klappen, drauf zu kleben. Also es geht schon, allerdings könnte sein, also je öfter man die drauf auf und zu klappt, ich habe mir den gut gefaltet, haben hier noch fixiert, ihr seht es hier, mit Dimensioners, weil ich immer gedacht habe,
Ich probiere es mal. Es geht. Es geht, man muss aber vorsichtig sein und den wirklich einmal in der Mitte so halbieren und dann reinkleben. Dann geht's. Und direkt nur auf diese Falz kleben. Dann geht's. Genau, den habe ich jetzt nur ausgestanzt aus Designerpapier. Also sieht wieder ganz, ganz anders aus. Könnte ich mir sehr gut auch als Hochzeitskarte vorstellen. Man könnte natürlich auch ein Geldscheinfach noch einarbeiten. Dann bin ich hier ein bisschen, ich sag mal, männlicher oder herbstlicher. Ich habe das Designerpapier auch so aus dem Jahr des Hauptkatalog Fröhlicher Wald verwendet. Habe hier den Spruch senkrecht hier drauf gemacht. Und wenn man sie aufmacht, hab ich hier auch wieder ein Gutscheinfach hier oben eingearbeitet. Und hier relativ neutral, nicht so aufgeregt. Also wie gesagt, das wäre jetzt eine tolle Männerkarte auch. Oder für jemanden, der sehr naturverbunden ist natürlich. Genau, hier nur ein paar Perlchen hergesetzt. Weil ich finde, dieses Designerpapier braucht nicht mehr arg viel. Bei den unteren hier, die man zum Beschriften noch hat, da habe ich immer in die Ecken noch ein bisschen was gestempelt. Das habt ihr ja gesehen. Und ich habe hier noch eins gemacht mit dem Designerpapier Bezaubernde Bucht. Habt ihr nur einen schönen Geburtstag vorne drauf. Das ist jetzt in Aquamarin. Die da ist übrigens ein Kalypso vom Grundkarton hier. Und wenn man die aufmacht, kommt sowas, also eine kleine Szene aus dem Designerpapier hier raus. Hier habe ich nur so ein bisschen Gräser noch gestempelt und hier ein paar Vögelchen aus dem alten Stempelset. Und ihr seht, ich habe hier einen kleinen Trick angewendet, weil das ist ja ein Designerpapier, das Bezaubernde Bucht, das ist nur 6x6 Inch, also 15,2 cm breit. Das war mir hier zu schmal und ich wollte aber diese Szene hier unbedingt haben. Und das war mein letztes Papier hier mit diesem Design und habe dann einfach hier an der Seite noch einen Streifen dazu gesetzt. Und so passt es wunderbar und es fällt gar nicht auf, dass das Papier eigentlich zu klein war dazu. Genau, ich finde es auch eine ganz tolle Karte. Also das ist so eine richtige. Ich würde sagen, also mit dem Rosa hier und mit dem Gold so eine richtige Mädelskarte. So eine richtige Damenkarte. Ja, und diese Art von Pop-up-Karte ist eigentlich nicht schwer zu werkeln, wenn man weiß, wie, sage ich immer. Und das zeige ich euch heute. Und wir fangen gleich mal an mit der Grundkarte. Ich habe mich jetzt hier für Babyblau entschieden. Und zwar braucht ihr doch eine ganz normale Grundkarte von den Maßen her. 21 mal 14,85 und die Falz in der Mitte bei 10,5. Dann habe ich mir für Außen und für Innendesignerpapier schon mal zurechtgeschnitten. Das hat alles die gleiche Größe. Man könnte jetzt natürlich hinten auch noch, ich finde, das muss aber gar nicht unbedingt sein. Für Außen habe ich mir, also das ist auch jetzt alles aus der bezaubernden Bucht, findet ihr im Mini-Katalog jetzt. Ich sag mal jetzt noch gültigen. Wenn ihr das Papier haben wollt, das ist bestimmt ganz schnell ausverkauft im Ausverkaufszeitraum jetzt. Der startet Anfang April ja der Ausverkauf. Und wenn ihr das noch haben wollt, bestellt euch das unbedingt entweder vorab oder gleich direkt am Anfang vom Ausverkauf, weil ich denke, das ist ganz schnell weg. So, jetzt wie gesagt, die drei haben die gleiche Größe, nämlich 10 mal 14,35. Und das werde ich mir jetzt hier gleich mal aufkleben. Einmal außen. Und dann die zwei inneren auch. Das habe ich mir jetzt so geschnitten. Moment, jetzt muss ich schauen, wie es war. So rum war es. Dass so diese rosa Welle, also das ist ja aus zwei Bögen geschnitten, weil wie gesagt, das ist ein kleines Designerpapier, dass diese rosa Welle fast jetzt so. Ja, ich sag mal übergehend ist. Hier bei dem Blau klappt es nicht ganz, aber das verschwindet jetzt eh dann nachher unter diesem ganzen Pop-up-Mechanismus. Das klebe ich mir jetzt auch gerade mit Mehrzweckflüssigkleber ein. So, dann sieht es so aus. Also das, ich finde dieses ja total schön. Aber auch das mit diesen Holzplanken finde ich richtig schön. Maritim, toll auch für Männerkarten. Richtig. Also das Papier ist wunderschön. Ihr seht, ich bin begeistert.
Genau, hier vorne werde ich mir nachher noch ein bisschen Deko drauf machen, aber das lege ich jetzt erstmal auf die Seite. Dann braucht ihr zum Zuschneiden. Also ich bin jetzt immer vom Mechanismus und auch von diesen Mattungen, von diesen Kärtchen in der Farbe von der Grundkarte geblieben, dass es nicht zu aufregend wird. Aber das ist immer Geschmackssache, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Für diese Kärtchen, die ihr jetzt nachher einmal so rum und einmal so rum aufgeklebt werden, da braucht ihr 4 Stück und das sind jeweils die gleiche oder ist immer die gleiche Größe, nämlich 7 x 9 cm. Und ich habe mir hier, wie gesagt, Designerpapier zugeschnitten und auch schon grundweißen Farbkarton. Der hat die Maße 6,5 x 8,5. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen bestempelt. Wir werden aber nachher auch gleich noch zusammen bestempeln oder stempeln. Das kommt jetzt dann hier drauf. Und bei meinem Designerpapier für hier oben, das wäre die gleiche Größe, also 6,5 x 8,5. Ich gebe euch die ganzen Maße auch nochmal unten in die Infobox. Jetzt ist aber so, ich wollte unbedingt dieses Designerpapier und da habe ich auch nur noch eins. Und wie es so ist, gell? Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht? Ich habe mich verschnitten. Ich habe es zu kurz abgeschnitten und habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte jetzt unbedingt dieses Designerpapier und habe mir jetzt aber gedacht, so, ich lasse mich jetzt davon nicht abhalten. Ich schneide einfach das zweite Teil genauso kurz, beziehungsweise, ja, genau, genauso kurz und mache mir jetzt einfach hier noch einen Streifen von einem anderen Designerpapier her. Das ist wie so eine Art Links- und Rechts-Rahmen hat. Und seht mal, das sieht doch toll aus, oder? Es sieht total gewollt aus, obwohl es nicht so ist. Oh je, manchmal ist es einfach so, gell? Genau. Ich versuche jetzt mal, ich wollte hier noch was herstempeln. Ich glaube, das werde ich auch noch machen. Ich verwende jetzt hier ein altes Stempelset. Das ist schon aus dem vergangenen Katalog, aber es haben sicher ganz viele von euch zu Hause am Horizont. Da habe ich dieses Gras raus und auch für die andere Karte diese Vögelchen. Und ich werde auch nachher diesen schönen Spruch entspann dich und genieß deinen Tag auch nochmal verwenden. Ich werde jetzt bloß hier gerade mal stempeln. Das mache ich jetzt gerade mal schnell in der Zwischenzeit. So, und dazu lege ich mir jetzt einfach die Designerpapiere beide zusammen. Weil mein Gras ist ja ein bisschen länger. Und ich nehme jetzt Tinte in Bildleder und werde mir jetzt das hier einmal herstempeln. Also für mich ist das Designerpapier so, dass hier oben das hellere der Himmel ist. Ich glaube, das passt so. Das ist natürlich der Stempel nicht ganz angegangen, aber das retten wir. So, ich habe jetzt ein bisschen getrickst. Hier ist es mir gut angegangen. Das habe ich jetzt auf die Seite, habe mir hier einfach so einen Haftnotizzettel drüber, habe hier nochmal drüber gestempelt. Also man sieht es fast nicht. Ihr seht, bei mir passiert auch was. Es ist einfach so, gell? Und dann muss man vielleicht manchmal ein bisschen retten. So, das werde ich mir jetzt auch, meine Kärtchen, die werde ich mir jetzt bekleben, auch mit Mehrzweckflüssigkleber. Und bin gleich wieder für euch da. So, das habe ich jetzt hier aufgeklebt. Oh, das sieht toll aus, oder? Richtig schön. So eine richtig schöne Entspannungskarte. So, die Kärtchen lege ich mir auf die Seite. Und wenn ich jetzt schon beim Stempeln bin, mache ich jetzt mit dem Stempeln gleich weiter. Und zwar möchte ich außen zu diesem maritimen Thema einfach noch ein paar Muscheln drauf. Und die habe ich gefunden. Also ich habe das Stempelset zur bezaubernden Bucht nicht dazu, aber weil ich ein Stempelset eben mit Muscheln habe. Fantasievolle Jahreszeiten findet auch im Jahreshauptkatalog. Und das ist dieser Two-Step-Stempel drinnen mit diesen Muscheln. Und das dazugehörige Stempelset heißt Jahreszeitenmix. Und da habe ich es hier mit dieser Muschel hier ausgestanzt. Und ich habe auch dieses Gitter noch verwendet. Das seht ihr nachher gleich. Oder werde ich verwenden. Und die Muschel, die habe ich auch innen auf diesen Kärtchen, da habe ich sie nur an den Rand gestempelt, mit Tinte in Sahara-Sand. Und zwar, also es ist eigentlich egal, mit welcher Muschel ihr anfangt. Ich mache jetzt diese, ich sag mal, Kontur eigentlich eher, ist es. Die mache ich als erstes. Und stempel mir sie zweimal ab. Und diese Füllung
Dann nehme ich mir auch Tinte in Sahara-Sand, stempel es aber einmal auf dem Schmierpapier ab und setze die drüber. Man kann sich ganz gut hier an dieser Wölbung hier unten, ich sag mal, orientieren. Und dann setze ich mir das einfach drüber und das ist dann einfach heller. Also einfach einmal abstempeln, dann habt ihr den gleichen Ton. Ist auch super bei Blüten, wenn ihr so Blüten mit so einem Two-Step-Stempelset habt, wie zum Beispiel Petal Park, dann könnt ihr das genauso machen. Dann habt ihr Ton in Ton, aber einen helleren und einen dunkleren Ton. Und die werde ich mir nur ausstanzen. So, die habe ich jetzt hier. Die lege ich mir jetzt aber nur auf die Seite, weil Deko mache ich ganz am Schluss. Geht es erstmal weiter mit dem Pop-Up-Mechanismus natürlich. Und da, ich schneide mit euch zusammen die Stücke zu, dass es einfach nicht so verwirrend ist, brauche ich jetzt ein Stück. Das hat 7,5 cm, also 7,5. Ich gebe euch, wie gesagt, die Maße alle unten auch noch rein. 7,5 mal 7,5. Und das werde ich mir gleich falzen. Und zwar lege ich mir das hier auf der rechten Seite an bei 1,5. Die Schneideklinge packe ich gleich mal unten und falze hier einmal runter. Dann drehe ich mir diese Falzlinie nach oben und falze mir hier nochmal bei 1,5. Dann sieht es so aus. Und jetzt lege ich so rum rein. Ich brauche nämlich jetzt noch eine diagonale Falz. Da lege ich mir einfach diese Spitzen hier in die Nut und kann hier einmal falzen. Das lege ich mir auf die Seite, das muss ich nachher noch bearbeiten und schneiden. Dann, das reicht jetzt nicht ganz, nehme ich mir hier nochmal ein Stück. Und zwar brauche ich jetzt zwei Stücke, die sind 7 x 7 cm. 7 und nochmal 7, das kommt weg. Und die falze ich im Endeffekt ganz genauso wie dieses Teil hier. Also bei 1,5 hier auf der rechten Seite, dann drehe ich das nach oben und falze wieder bei 1,5 und gehe hier durch, ich hoffe es spiegelt nicht so sehr, mit der Diagonalen. Also mit dem Papierschneider geht es super gut. So sieht es dann aus. Hoppla, ich bin nicht ganz im Bild. Das werde ich mir auch noch bearbeiten. Und bei dem zweiten Stück macht ihr das Gleiche. Also ihr habt dann zwei Stücke mit 7 x 7 cm und ein Stück mit 7,5 x 7,5. Und gefalzt sind sie erstmal alle gleich. So, genau. Also alle gleich. Die lege ich mir kurz mal auf die Seite. Wie gesagt, die müssen wir nachher noch bearbeiten. Und dann brauche ich noch zwei Stücke. Ich schaue bloß, wie. Das reicht mir nicht ganz. Ich nehme jetzt mal noch einen Bogen. Zwei Stücke, die sind 4 x 9 cm lang. Oder groß. 4 x 9. Schneide ich mir nochmal 9 cm ab. Also, ihr kommt mit einem Bogen Farbkarton für Grundkarte und die ganzen Zuschnitte nicht aus. Ihr braucht da zwei Bögen und dann bei dem einen ist halt was übrig. Da ist sogar relativ viel übrig. So, und jetzt lege ich mir die lange Seite oben an bei 1,5 cm. Falz hier einmal, schiebe es weiter bis auf 3 cm. Hoppala, falzen, nicht schneiden, Andrea. Falze mir hier wieder, drehe das Ganze um und auf der anderen Seite wird nur einmal gefalzt bei 1,5 cm. Dann sieht es so aus. Hier habe ich mal angeritzt, aber es macht nichts, es funktioniert trotzdem. Deswegen packe ich mir die Schneideklinge eigentlich immer am liebsten unten. So, und das zweite Stück, das wird genauso gefalzt. Also bei 1,5 und 3 und auf der anderen Seite auch nochmal bei 1,5. Ihr könnt auch 1,5, 3 und 7,5 machen. So, und das sind jetzt diese fünf Teile, die wir brauchen für den Pop-Up-Mechanismus. Ich fange jetzt mit dem größten Quadrat an. Da muss ich mir noch eine Markierung setzen. Das war jetzt gerade mein Bleistift. Der ist vom Basteltisch gefallen. So, und zwar legt ihr eure Falzlinien hier so rüber an. Und dann messt ihr einmal von der rechten Seite 2,5 cm und von oben runter auch.
2,5. Und ich mache es jetzt so, ich verbinde mir das jetzt hier einfach, und zwar über die Falzeln, also komplett einmal drüber. Dann, Bleistift braucht ihr nicht mehr, lege ich mir das in meinen Papierschneider. Und da kann ich mir jetzt schön die, die Bleistiftmarkierungen hier direkt in die Nut legen. Und dann schneide ich mir das ab. Und wir brauchen jetzt nur dieses obere Teil. Also dieses, wo sich diese ganzen Falzlinien treffen, das kann weg. Das ist Abfall in diesem Sinne. So, und dann knicke ich mir meine Falzlinien alle nach. Und dann können wir schon anfangen, eigentlich mit dem ersten Teil einkleben in die Grundkarte. Und zwar öffne ich mir die und das wird jetzt so eingeklebt. Also ihr klappt diese kleinen Klebelaschen hier einmal um und dann diese Mittelnaht liegt direkt auf dieser Mittelnaht hier und diese Spitzen sind hier am Abschluss von meiner Grundkarte. Seht ihr das? So klebe ich mir das jetzt ein. Wundert euch nicht, euch steht nachher hier oben noch ein bisschen was ab. Das kürzen wir im Nachhinein. Das ist so am einfachsten. Und deswegen gebe ich mir jetzt gar nicht bis ganz an die Spitze Mehrzweckflüssigkleber, sondern einfach nur so. Also bei diesem Pop-up-Mechanismus nicht zu viel Kleber irgendwo drüber hinaus, weil sonst klebt euch das nachher zusammen sozusagen. So, das drücke ich mir jetzt richtig gut fest. Also da nehmt ihr einen Papierfalter. Und dann klappt das erste Teil hier schon zu und ihr seht, das steht jetzt über und das kann ich mir mit meiner Schere, kann ich mir das einfach abschneiden. Einmal vorne und einmal auch hinten. Also hier einfach bündig, da schaut er einfach, dass er, hier brauche ich noch einen Schnippel, dass es hier einfach bündig ist. Genau, das passt und dann ist hier unser erstes Element schon drinnen. So, dann geht es weiter mit, ich lege das bloß mal kurz auf die Seite, dass ihr nicht zu viel im Bild habt und euch noch auskennt. Dann geht es weiter mit diesen beiden Teilen. Und die werden jetzt so geschnitten, also ich schneide mir jetzt hier an diesem Kreuzungspunkt von diesen Falzlinien, schneide ich mir jetzt hier diese Ecke sozusagen raus, sodass es hier alles schön angeschrägt ist. Und ich schräge mir diese Ecke und diese Ecke auch noch gut an. Das Ganze sieht dann so aus, wenn ihr das vor euch habt. Und wenn ihr jetzt die Falzlinien nachknickt, sollen sich die hier nicht überlappen. Also hier ist es nicht ganz regelmäßig, aber das macht nichts, es verschwindet gleich. Aber diese sollen nicht überlappen. Und nicht vergessen, diese Mittelfalz hier auch noch zu falzen. Und das Ganze oder das Gleiche mache ich hier auf dem anderen Teil auch. Also an diesem Kreuzungspunkt von den Falzlinien schneide ich mir so richtig diese Ecken ab. Und da also nicht nur, ich sag mal so wie bei einer normalen Box, nur so anschrägen, sondern wirklich gut anschrägen. Und da ist auch wieder die Falzlinie eure Markierung sozusagen oder euer Orientierungspunkt. So ist vielleicht besser gesagt. Ich lege euch das auch mal so her, dann könnt ihr ein Pausebild nochmal machen. So, und dann falze ich mir auch noch nach. Und seht ihr, hier überlappt jetzt so ein ganz klein bisschen. Also das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, aber nur um euch zu zeigen, wie das aussieht. Und da kann ich mir jetzt auch noch ein bisschen was kürzen, dann überlappt es überhaupt nicht. Und nicht vergessen die Mittelfalz. Weil wenn ihr die Falzen jetzt alle nachzieht, dann schließt es wunderbar. So, das sind die zwei Teile. Und die werde ich mir auch gleich noch nachfalzen, meine Rechtecke hier. Die schräge ich mir jetzt gar nicht an. Beziehungsweise erst auf der Karte dann, das seht ihr gleich. Also eine Seite wird angeschrägt, die andere nicht. Die lege ich mir jetzt auch auf die Seite, hole meine Grundkarte her. Und jetzt werden als allererstes nämlich diese beiden Teile hier aufgeklebt. Und zwar so, also ihr klappt es so nach unten, ihr klappt es um sozusagen, dass ihr die Innenseite hier habt und dieses Element zeigt zu euch her. Und da, wo nur eine Falzlinie ist, das legt er hier an.
Dann brauchst du nochmal ganz kurz einen Bleistift. Und das lege ich mir jetzt so an, dass das hier wirklich bündig ist. Also hier bündig und hier bündig. Ihr könnt es ein bisschen, also das trifft sich jetzt auch hier mit der Faltlinie von meiner Klebelasche sozusagen. Ihr könnt so ein bisschen auf die Seite schieben, dann seht ihr hier, wo dieses erste Element abschließt. Und da mache ich mir bloß so eine kleine Markierung hier. Und ich kann es auch durchziehen, dann ist es für euch vielleicht eindeutiger. Upsala, jetzt ist es schief. Und hier von meiner Falzlinie, sage ich mir, bis zu meiner Markierung, schneide ich mir das so schräg ab. Und wenn ich das jetzt wieder drauf lege, hier bündig und hier bündig, dann schließt es hier genau ab. Das dürft ihr nicht zu lang lassen, weil sonst bremst euch das nachher beim Auf- und Zuklappen. Und das kann ich mir jetzt eigentlich, damit es auch gleich aufgeräumt ist, auch gleich ankleben. Also ich mache mir hier jetzt Flüssigkleber drauf, auch nicht zu weit an die Ränder, damit mir da nichts rausdrückt. Schau, dass das alles wieder bündig hier ist. Hier und hier. Und dann kann ich mir das auch festdrücken. So. Und das mache ich im Endeffekt mit dem zweiten Teil auch. Hier ist meine erste Klebelasche oder meine einzelne. Und hier sind die zwei anderen. Die schauen mich an. Und das lege ich mir jetzt auch hier drauf. Bündig und hürbündig. Und schau, dass ich mir hier meine Markierung mache, hier, hier hört meine Lasche hier auf oder mein Element und kürze mir das auch so. Seht ihr das? Einfach bis zur Falz. Und dann könnt ihr ja nochmal kontrollieren, bevor das festklebt, ob das so auch richtig ist. Und wenn es passt, dann klebt ihr euch das mit Mehrzweckflüssigkleber an. Und da auch wieder schauen, dass es hier bündig ist und hier. Und wenn ihr das beachtet, dann und nachher bei einem anderen Element auch noch, dann habt ihr überhaupt keine Probleme, dass die Karte euch nicht irgendwie zugeht. So, genau, dann habt ihr hier die beiden Elemente schon mal drauf. Und das wird jetzt auch noch festgeklebt. Und zwar, also da brauche ich jetzt eigentlich nichts anschrägen, das stört nämlich nicht. Gebe ich mir hier Mehrzweckflüssigkleber drauf, auch nicht zu viel, dass es nicht rausdrückt, klappe mir die hier um. Seht ihr das? Hier ist mein zweites Element. Und wenn ihr die Karte ganz geöffnet da liegen habt, ganz flach, dann könnt ihr das im Endeffekt so auch reinkleben. Funktioniert nachher wunderbar. Und hier herüben mache ich das genauso. Hier gebe ich Mehrzweckflüssigkleber drauf, klappe mir das hier einmal um. Leg mir die Karte wirklich flach hin und so kann ich mir das auch festdrücken. Und drückt zurück fest. Jetzt machen wir gleich mal den zweiten Test. Schaut mal, wie schön das schließt. Ihr könnt auch hier von außen nochmal zudrücken, aber eigentlich braucht es gar nicht, weil das schließt so schön. Genau. Dann kommen diese zwei Elemente eben ins Spiel und die werden jetzt hierher geklebt. So kommen die jetzt her. Und zwar gebe ich mir jetzt Mehrzweckflüssigkleber hier auf diese beiden Klebelaschen drauf. Auch nicht zu viel, geht mit dem Kleber nicht zu weit an den Rand. Und dann wird es jetzt so aufgeklebt, dass im Endeffekt diese Diagonalfalz hier drüber geht. Und ihr orientiert euch, ich mache es jetzt einmal, dann kann ich es euch nämlich besser zeigen. Ihr orientiert euch jetzt so, damit es auch gerade klebt und danach nicht irgendwie bremst. Diese Spitze liegt auf dieser Ecke, die Ecke liegt hier auf der Kante und hier genauso. Ich zeige es euch mal von nahem auch nochmal. Also wenn es nicht ganz hundertprozentig passt, könnt ihr dann noch ein bisschen schieben und tricksen, aber normalerweise geht es gut. Und das drücke ich mir jetzt auch fest. Und dann sind wir eigentlich, wenn ich das auf der anderen Seite gemacht habe, auch schon fertig mit dem Pop-Up-Mechanismus. Hier mache ich das Gleiche. Ich drehe mir das um, gebe mir hier Mehrzweckflüssigkleber drauf. Nicht zu viel. Lieber klafft es ein bisschen, dann ist die Karte insgesamt beweglicher. Und dann gebe ich mir das auch so hier. Diese Diagonale ist im Endeffekt in der gleichen Flucht mit diesem Teil. Und da gebe ich mir auch so her. Ich orientiere mich hier an der Spitze.
hier an der Kante und hier. Da könnt ihr noch ein bisschen schieben. Es sollte hier ungefähr der gleiche Abstand jetzt sein. Und dann drücke ich mir das auch wieder fest. So. Und ich werde mir jetzt, bevor ich möchte mir jetzt hier noch was reinstempeln nachher, so wie bei der anderen Karte. Aber ich werde mir jetzt hier erst meine Karten hier aufbringen, weil dann weiß ich nämlich, wie weit ich da noch runter kann. Beziehungsweise das kann ich eigentlich jetzt auch machen. Also das kommt nachher so her, ich könnte jetzt hier stempeln. Das mache ich vielleicht auch gerade mal. Und zwar habe ich mir diesen Spruch aus dem Stempelset eben am Horizont ausgesucht. Ich muss mir mal Kleber zumachen. Und werde mir das in marineblauer Tinte abstempeln. Hier unten einfach in die Ecke, weil hier wollte ich jetzt nicht noch einen Spruch drauf, weil mir das schon hier zu viel wird und ein bisschen, ich mache das jetzt ein bisschen schräg, ein bisschen Platz zum Beschriften braucht man ja auch nicht. Auch noch. So. Genau, und dann kommen die Karten drauf. Ich mache jetzt, oder ich klebe zuerst die oberen beiden an. Die kommen hier drauf. Und zwar, ich lege es mal auf die Seite, damit ihr das auch gut sehen könnt. Ich nehme mir wieder Mehrzweckflüssigkleber. Mit dem kann ich einfach ein bisschen ruckeln noch. Und gebe mir jetzt Kleber hier auf dieses Dreieck drauf. Achtung da auch wieder. Nicht zu weit an den Rand, dass euch nichts rausdrückt. Also ich bleibe jetzt wirklich innerhalb von dem Feld. Wenn es jetzt hier nicht bis ganz an die Spitze klebt, das macht nichts. Und nehmen wir jetzt hier das rechte Teil von meinen Kärtchen. Und das wird jetzt hier bündig aufgesetzt, hier mit dieser Kante von diesem Feld. Also das geht ganz, ganz easy, ganz einfach. Dann drücke ich mir das ein bisschen fest. Und hier auf der anderen Seite genauso. Ich gebe mir hier auf dieses Feld, gebe ich mir Kleber. Achtung, nicht hier unten festdrücken oder festkleben, weil sonst lässt sich die Karte nicht mehr öffnen und schließen. Das braucht einfach Bewegung. Und auch hier wieder bündig mit dem unteren Teil einfach aufsetzen. Oh, schaut mal, sieht toll aus, oder? Und die wollte ich jetzt so machen, dass hier immer rechts und links was in der Mitte, in der Ecke gestempelt ist. Das heißt, also ich lege mir das jetzt wirklich auch flach her. Kleber kommt jetzt auf dieses Element drauf. Nicht auf dieses. Weil das braucht die Karte hier zum Bewegen. Seht ihr das? So, also hier Kleber drauf. Dann kommt mein Kärtchen und das setze ich jetzt wirklich direkt hier dran. Und ich schaue, dass die Karte jetzt hier in der gleichen Flucht weiterläuft. Ich hoffe, ich kann euch das so zeigen. Das ist dieses obere Element und da gehe ich wirklich direkt dran sozusagen. Aber ihr dürft natürlich nicht drüber hinaus, weil sonst bremst es. Ich versuche es euch mal so nochmal zu zeigen. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Genau. Und was ich euch noch zeigen wollte, bei diesen 7x7 Elementen, deswegen habe ich mir diese Ecken hier so stark eingekürzt, damit hier nichts rausschaut, wobei das eigentlich nur ein ästhetisches Empfinden ist, sage ich jetzt mal. Also man könnte es jetzt auch, wenn man es jetzt nicht so ganz anschrägt, schaut es halt hier ein bisschen raus. Das könnten wir jetzt nachträglich auch noch kürzen, wenn es ist. Bloß so zur Vollständigkeit halber. So, und beim zweiten Element auch hier. Nicht auf diese Lasche hier, sondern nur auf das Dreieck sozusagen. Und da schaue ich jetzt, dass ich hier den gleichen Abstand habe vom Designerpapier und hier in einer Flucht bin mit meinem oberen Kärtchen und gehe auch wieder bis ganz hoch. So, ich könnte auch einen Papierfalter noch nehmen zum Festdrücken. So, unser Mechanismus ist im Endeffekt fertig. Und wenn ihr das jetzt so klappt, das schließt sich ganz leicht, da bremst nichts, nichts. Also ich bin total begeistert von dieser Technik, weil das so einfach geht. Es ist natürlich schon eine dickere Karte, weil ja hier vier Kärtchen auch noch drin sind plus Mechanismus. Aber es lässt sich wunderbar öffnen und seht mal, was das für einen tollen Effekt machen, weil diese Teile ja auch noch, ich sag mal so, schweben oder sie scheinen zu schweben, sagen wir mal so. Kann man natürlich tolle Frühlingskarten draus machen.
Ah, ich finde das toll. Also sie heißt ja auch Butterfly oder Schmetterlings-Pop-Up-Karte. Ja, ich wollte jetzt hier bloß noch ein paar Perlchen hermachen. Und zwar habe ich diese flachen, selbstklebenden Perlenakzente. Das gehört auch zur bezaubernden Bucht. Und da werde ich mir jetzt einfach hier noch ein paar hier geben. Und ich glaube, mehr braucht es hier innen überhaupt nicht. Das ist so schön aussagekräftig. Hier unten mache ich gar nichts mehr. Und zum Verschließen brauche ich da jetzt natürlich ein bisschen ein Band, sage ich jetzt mal, dass die Karte zusammenhält. Weil ihr seht schon, die poppt jetzt oder klappt jetzt natürlich auf. Ich habe mich jetzt dafür ein älteres Band entschieden. Das haben bestimmt auch ganz viele noch von euch zu Hause. Geschenkband Schöne Kunst. Das ist so ein Naturband mit so Goldfäden sozusagen durchwebt. Und da werde ich mir jetzt einfach ein Stück abschneiden. Und mir meine. Moment, nee, ich wollte noch ein Papier drunter haben. Ich habe es mir hergerichtet. Und zwar habe ich auch hier einfach noch so einen Streifen geschnitten. Ich messe mal, das war so ein Reststreifen. Der hat genau 3 cm und den habe ich jetzt nur gekürzt auf 14,35. Genauso wie das Designerpapier. Das wollte ich mir hin und drauf setzen. Genau. Ist vielleicht unterm Band besser. So. Klebe ich mir hier noch her, dann hat das einfach hier auch noch einen Akzent und dann kann ich mir, na, gerade soll es sein, gell? Ich kann mir hier auch meine karierte Unterlage ein bisschen zu Hilfe holen und dann kann ich hier mein Band drüber machen. Machen wir das hier so seitlich zu. Ich hatte zuerst ein blaues Band, das hat mir nicht so gut gefallen wie das hier dazu. Aber wie gesagt, das ist immer alles Geschmackssache. Und ich kürze mir die Bänder erst, wenn ich es innen auch beschriftet habe, nochmal zugemacht habe für den, der es bekommt. Und dann kürze ich mir immer erst die Bänder ein. Also so mache ich. Ich habe mir jetzt aus diesem Jahreszeiten-Mix, die Stanzformen, habe ich mir dieses Gitter noch ausgestanzt mit Farbkarton in Wildleder. Und das werde ich mir jetzt noch hier draufsetzen. Ne? Also es sind nur so ein paar Innenteile drin geblieben. Das lasse ich jetzt aber so. Ich finde das ganz reizvoll hier vorne drauf. Und das werde ich mir jetzt hier nur ankleben. Und zwar nur so ein paar Elemente. Und da ist es jetzt eben ganz gut, wenn nicht alles rausfällt, dann habe ich jetzt hier einfach ein bisschen, ich sag mal, Klebefläche auch noch. Und das setze ich mir jetzt einfach so drüber. Dann ist das Band auch noch ein bisschen, ich sag mal, fixiert. Es erinnert mich so ein bisschen also an ein Fischernetz auch. Deswegen beim Ausstanzen von den Muscheln ist mir das so ins Auge gesprungen. Und die Muscheln, die werde ich mir jetzt noch mit Dimensionals aufsetzen. Und zwar in diesem Fall beide. Weil die fixieren natürlich dieses Gitter auch noch ein bisschen und auch das Band. So, da schaue ich jetzt bloß, die möchte ich so ein bisschen überlappend haben. Da mache ich mir die Dimensionals zuerst hier. Und kann mir die Muscheln hier noch so hersetzen. Und dann nehme ich auch noch meine Akzente hier und werde mir hier noch so ein paar Muschelperlen hersetzen. Mal gucken, wo ich die herhaben möchte. Ja, ich glaube, das reicht schon fast. Hier unten vielleicht noch eins her. Genau. Und so ist unsere Pop-up-Karte schon fertig. Das ist hier so ein bisschen lose. Ich finde, das macht überhaupt nichts. Man könnte es natürlich noch ein bisschen mehr Zweckflüssigkleber darunter machen. Aber das gibt dem Ganzen auch noch mal ein bisschen Struktur. Und ich habe mir jetzt heute jetzt bewusst für keinen Spruch vorne drauf entschieden. Es muss nicht immer sein, finde ich. Und ich zeige es euch mal noch mal von innen.
Also so ist das Band auch noch ein bisschen fixiert hier. Und Achtung, hier kommt farbenfroh dann. Also hier dezent von den Farben. Und hier kommt dieses Blau und Pink und Gold einfach richtig toll zur Wirkung. Und hier diese Szene, ich finde es total schön, wenn das hier so ja, zur Geltung kommt. Und wie gesagt, zum Beschriften einfach vorsichtig runterdrücken, das geht wunderbar. Und dann könnt ihr hier gut schreiben. Ihr könnt natürlich so wie bei den anderen Karten auch ein Gutscheinfach einarbeiten. Ich lasse mal eine auf und lege euch noch ein paar ins Bild. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser tollen Kartenform. Also die werde ich, glaube ich, auch noch öfter werken. Ja, sie ist im Endeffekt nicht schwierig. Ich sage immer, man muss wissen, wie. Und ich gebe euch alle Maße und alle verwendeten Materialien einfach unten in die Infobox mit rein. Und dann könnt ihr sie nochmal nachlesen oder bei der entsprechenden Stelle vom Video einfach nochmal kurz Halt machen und das nochmal angucken. Ich glaube, das kriegt ihr alle hin, wirklich. Auch als Anfänger kriegt man diese Karte hin. Die sieht total kompliziert aus und hat einen tollen Wow-Effekt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude damit. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Sobald der Vorverkauf gestartet ist, würde ich euch bitten, über den Onlineshop einfach zu bestellen, weil da könnt ihr viel schneller reagieren, wenn Ware schon ausverkauft sind oder bestimmte Artikel und könnt nur gucken, vielleicht was nehme ich stattdessen oder ihr habt das ganz schnell im Warenkorb. Das ist manchmal schneller, als wenn ich das als Sammelbestellung aufgebe. Und da bitte ich euch einfach, den Online-Shop zu nutzen. Der ist ganz einfach gestaltet. Schaut da einfach mal noch rein. Und ja, es lässt sich natürlich mit jedem Papier werkeln und da kommt immer wieder was anderes raus. Das finde ich total spannend. Ja, also viel Spaß mit dieser tollen Kartenfarm. Ich wünsche euch was. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ich freue mich schon.